wie anders doch der Feuertanz der Kristalle. Mit fast sakralem Gesang, kristallgekrönte Bläserrohre, die Kerzen Windlichter tragend, ziehen sie wie in einer Prozession dahin, kommen als Kinder schon zum Alchemistenherd und Zauberaltar des Geheimnisses im Glase. Lernen Licht und Glanz darin einfangen und schauen zu, wie Gesellen mit jahrzehntelanger Erfahrung den schillernden Blasen Form und Farbe geben, während die Meister ihnen die Schönheit der Vollendung geben. Mysterienpriester des erstarrten Lichts, Akteure in diesem Geheimnisspiel zwischen Himmel und Erde. Aber beide Feuertänzer, der eisernstählerne wie der kristallengläserne, haben ihren tiefen Ur- und Untergrund in der Kohle, die unten 800 Meter unter Tag in ununterbrochenem Strom auf Förderbändern dahinrollt. Über 60.000 Bergleute ruft sie Tag um Tag, Schicht um Schicht zur Arbeit. Und 300.000 Menschen leben von diesem schwarzen Gold, das sie aus der Tiefe des Saarlandes fördern. Wie in einem riesigen Bienenstock wimmelt und summt es in raumweiter Halle. Von einer Empore aus werden sie aufgerufen. Ich hoffe, dass die Förderung auf euren Kuchen läuft. Hier häuten sie sich im Kleiderraum zu Knappen der Königin Kohle und sind nun mit der Lederkappe und dem Grubenlicht daran, bereit, dem schwarzen Geheimnis nachzuspüren. Bei ihnen ist diese Arbeit Tradition geworden und die jungen Männer folgen ohne Zögern ihrem Ruf, um diese Tradition zu erhalten und fortzuführen. So geht es Korb ab, Korb auf. Dann auf ratternder Grubenbahn durch kilometerlange Sohlentunnels voraus, bis sie landen vorm Stoß, wo sie jetzt mit Presslufthammer und Panzerfördern dem schwarzen Gestein zu Leibe rücken, statt wie früher sich mit Fäusten und Pickeln abzumühen. Thank you.
Dabei drängt die schwarze Fülle so stark zutag, dass ihre Adernstränge die Krume der Felder und Humusdecke der Wälder sprengen, symbolhaft. Bild des saarländischen Bergmanns Bauern. Gesunder Ausgleich. Hauer wie Bauer, Schremmer wie Pflüger, kennt der saarländische Bergmann seine Heimaterde so innen wie außen und unten wie oben. Kann es da Wunder nehmen, wenn er diesem, seinem Heimatboden so stark verwurzelt, so eng verhaftet ist? Und dass sein Heim, sein meist sauer erspartes und mit Sorgfalt errichtetes Häuschen, seine Burg und sein Stolz und die Familie sein Glück und alles ist? Froh sieht er, wie sein Kind der Geschichte seiner Heimat nachspürt. Diese Heimat, die ihnen allen Nähr- und Mutterboden ist. Land, das so ganz ihnen gehört, wie sie ihm gehören. Land, daran Jahrhunderte gebaut und geformt. Lange bevor Seilscheiben an Fördertürmen surrten, Hochöfen schwelten und Kokereien blagten. Römer brachten ihm ihre Zivilisation. Apostel des Christentums, ihre weltversöhnende Lehre. Die Ritterzeit, höfische Sitte und wohlhabendes Bürgertum. Und Zünfte, Kirchen und Abteien, Klöster und Stifte wurden Sammelstätten und Ausstrahlungspunkte für das geistige und gesellschaftliche, werktätige und geschäftliche Leben. Die Liebe zur Musik aber wurde und blieb Allgemeingut. Pflege des Chorgesangs und die Bergmannskapellen sprechen dafür und singen davon. Das ist ja alles ganz schön, was du da sagst. Aber verstehst du das auch? Ja, hör zu. Später wird man euch die Geschichte anderer Länder erzählen, die so verschieden ist von der eurigen und die ihr doch so sehr gleicht, dessen Kinder eure Sprache erlernen, wie ihr die ihrige studiert. Offen gegenüber allen Appellen seiner beiden großen Nachbarländer wird das Saarland der größte Beweis ihrer Verständigung sein. Es ist schon das erste Glied der Kette der Vereinigung Europas, die einzig den Frieden von morgen versprechen kann. Ja, das ist wahr. Wenn man sich besser kennen würde, könnte man sich bestimmt besser verstehen.
Diesen Familien, Land und Arbeitsfrieden, hat sich das Saarland über Leid und Trümmer hinweg errungen. Nicht in engem Genügen und Beharren, sondern darüber hinaus in dem Bestreben, die beiden großen Nachbarvölker einander näher zu bringen und gemeinsam mit ihnen zur europäischen Völkerfamilie zu finden, die unser aller Schicksal ist. Der Weg zur Verständigung und zum Frieden für alle Menschen guten Willens.